Auto abgeben, entspannt abheben, versprechen Parkfirmen am Flughafen. Aber du weißt nicht, was mit dem Auto ist. Heimlich tracken wir unseren Wagen. Wir wechseln jetzt gleich zur versteckten Kamera. Was geschieht während des Urlaubs mit unseren Autos? So sieht der Urlaubsstart mit Familie normalerweise aus. Für unseren Parkcheck am Düsseldorfer Flughafen nimmt Reporterin Julia aber heute nur kleines Gepäck mit. Ist der erste Probelauf für die Sommerferien. Heute mache ich es mir ganz leicht und nehme die komfortabelste Variante in Valet-Service. Valet ist ein altes Wort für Diener. Man fährt direkt am Flughafenterminal vor und übergibt das Auto einer Parkfirma. Die holt einen nach dem Urlaub auch wieder am Terminal ab. Die zweite bequeme Art, zum Flieger zu kommen, checken wir auch gleich. Den Shuttle-Service. Da muss man selbst zu einem privaten Parkplatz anreisen. Im Netz werben ganze Flughafenparkportale um Kunden. Die Auswahl ist riesig. Als erstes suchen wir nach einem günstigen Valet-Service. Wir entscheiden uns für Starparken, denn die ersten zwei Wochen in den Sommerferien kosten da nur 135 Euro. Unseren Test machen wir an Frohen Leichnam, am langen Wochenende. Wir wechseln jetzt gleich zur versteckten Kamera. Wir wollen nämlich wissen, wie ein echter Kunde beim Valet-Service behandelt wird. Unser Team ist pünktlich am Übergabeort in der Kiss-and-Fly-Zone am Flughafen. Die Parkfirma ist auch schon da. Als erstes bekommen wir eine Visitenkarte. Dann dreht der Mitarbeiter eine Runde ums Auto und macht Fotos von möglichen Schäden. Bei der Schlüsselübergabe will er auf einmal Bargeld kassieren. 5 Euro, angeblich als Zufahrtsgebühr für den Flughafen, war vorher nie die Rede von. Wir zahlen deshalb nicht. Schlüssel und Unterlagen übergibt er einem anderen Mitarbeiter, den wir vorher gar nicht bemerkt hatten. Und dann sind wir das Auto los. Ja, Schlüssel ist weg, Auto ist weg. Ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ich habe kein Übergabeprotokoll bekommen, also ich weiß nicht, wo der Wagen hingebracht wird. Aber außer Kontrolle ist die Sache nicht. Denn wir haben im Auto einen GPS-Tracker versteckt, den wir jederzeit auf dem Handy verfolgen können. Und das ist auch gut, wie sich später noch zeigen wird. Im Internet berichten Kunden verschiedener Parkfirmen von schlechten Erfahrungen, Spritztouren auf ihre Kosten. Einer schreibt, dass sein elektronisches Fahrtenbuch beweist, dass sein Auto für Fahrten zum Terminal und zurück zweckentfremdet wurde. Ein anderer bekam ein Knöllchen von der Polizei, während er im Urlaub war. Auch Sascha Jansen hat schlechte Erfahrungen gemacht. Also wo ich das Fahrzeug abgegeben habe, hatte der die Tankanzeige 430 Kilometer gehabt. Und bei der Abholung hatte das Fahrzeug nur noch 260 Kilometer gehabt. Das heißt, das Fahrzeug ist insgesamt 180 Kilometer bewegt worden in der Zeit, wo wir in Urlaub waren. Und das war unseres Erachtens doch schon sehr heftig. Wo also wird unser Auto landen, sehen wir gleich. Vorher checken wir erst einmal Parkservice Variante 2, den Shuttle-Service. Im Gewerbegebiet am Kiesecker Weg in Düsseldorf gibt es Dutzende Shuttle-Services und viele weitere Nachbarstädten. Auch hier stoßen wir auf viele miese Bewertungen. Unsichere Shuttle-Busfahrten, Parkplätze voller Schlaglöcher, Schäden am Auto, viel Frust. Der Platz war also katastrophal, riesige Schlaglöcher, überfüllt bis zum geht nicht mehr. Shuttlebus zum Flughafen, dass er überhaupt TÜV gekriegt hat, dass er überhaupt so viele Leute mitfahren durften, wunderte uns sehr. Es gibt aber offenbar solche und solche. Bei Parken 53 dürfen wir uns umschauen. Das Gelände ist kameraüberwacht, eingezäunt und nur durch eine Schranke passierbar. Und anders als bei manchen Konkurrenten kann man seine Autoschlüssel mit in den Urlaub nehmen. Das war Karl-Heinz und Monika Walter wichtig. Die zwei fliegen in die Türkei. Ist immer das komische Gefühl dann, ne? Du gibst einen Schlüssel ab, du weißt nicht, was mit dem Auto ist. Denn es gab schon öfter Schlagzeilen über Autos, die offenbar einfach in Wohngebieten abgestellt wurden. Die haben ja die Autos bis nach Neuss gebracht oder haben die auf der Straße gestellt. Marion Okuzan ist hier die Chefin. Sie weist die Kunden immer persönlich ein und achtet darauf, dass kein anderes Auto beschädigt wird. Haften würde sie allerdings nicht für die Fahrfehler ihrer Kunden. Da
Das muss der zahlen oder dafür haften, der den Schaden verursacht hat. Dafür haben wir halt die Kameras, damit ich sehen kann oder nachweisen kann, wer den Schaden verursacht hat. Für 2 Wochen Sommerferien zahlt man hier 167 Euro. Manche Konkurrenten sind billiger und es ist ein eher kleiner Anbieter mit nur 87 Plätzen. Zurück zum Valet-Service und unserem getrackten Auto. Wir wollen wissen, wo hat die Firma Starparken es hingebracht? Steht es sicher? Unser Tracker zeigt uns etwas total Rätselhaftes. Das Auto scheint das Flughafengelände gar nicht verlassen zu haben. Offenbar hat die Parkfirma das Auto nur auf die Rückseite des Terminals gefahren. Und hier gibt es gar keine privaten Parkplätze, sondern nur die offiziellen Parkplätze der Flughafengesellschaft und ein richtig teures offizielles Parkhaus des Flughafens. Tja, da steht er, nicht hinterm Parkhaus, sondern im Parkhaus. Hier hätte ich ihn auch selber reinfahren können. Aber dieser Stellplatz direkt am Terminal kostet fast doppelt so viel, wie wir bei Starparken bezahlt haben. Das ergibt keinen Sinn. Das kann sich doch gar nicht rechnen. Außer es gibt irgendeinen Trick, die Parkgebühren zu umgehen. Wir stellen uns unwissend, rufen wie ganz normale Kunden an und fragen, wo das Auto steht. Antwort: 6 Kilometer vom Flughafen entfernt. Das ist nicht die Wahrheit. Und es wird noch seltsamer. Nach 3 Tagen bewegt sich das Auto plötzlich. Unser Tracker zeigt, der Wagen fährt mitten in der Nacht vom Flughafen nach Ratingen. Er fährt die Strecke 3-mal. Für uns sieht es so aus, als ob jemand geschuttelt wird. Vielleicht Fluggäste oder das eigene Personal? Nächster Morgen. Das hier ist die letzte Position des Trackers. Ein Gewerbegebiet in Ratingen, in dem auch das Firmengelände der Parkfirma liegt. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Da vorne steht er. Zwischen 2 Firmengebäuden, frei zugänglich auf dem Randstreifen. Den Firmensitz einer Parkfirma hatten wir uns irgendwie anders vorgestellt. Wir schauen uns um und finden kein Büro, zunächst auch kein Personal. Nur diesen einsamen Briefkasten. Von einem Mitarbeiter werden wir vertröstet, müssen am Ende mehrere Stunden warten, bis wir mit dem Geschäftsführer sprechen können. Er will nur mit uns telefonieren. Das finde ich wirklich sehr verwunderlich, dass das Auto gestern Nacht nicht nur hier nach Ratingen gefahren wurde, sondern dass es 3-mal zwischen Flughafen und Ratingen hin und her gependelt ist. Also 1-mal kann es auch kein Ding sein, aber 3-mal ist schon, haben Sie recht. Also es liegt die Vermutung ja nahe, dass hier entweder Personen oder Personal geschuttelt wird. Mit den Autos, die eigentlich bei Ihnen in Sicherheit stehen sollten. Also die stehen normalerweise alle da, haben Sie ja recht, aber... In diesem Moment fällt dem Geschäftsführer keine Erklärung ein. Später schreibt er: Was das überschrittene Fahren angeht, hat ein Mitarbeiter versehentlich die Schlüssel verwechselt. Da alle Autos nach Reihe, Datum, Uhrzeit einen Tag davor sortiert und bereitgestellt werden für die Abgabe. Und warum hat unser Auto zuerst im teuren Parkhaus des Flughafens gestanden, das gut doppelt so teuer ist? Wenn 2 Autos gleichzeitig kommen, dann können wir ja nicht zaubern. Bringen wir 1 oben in Sicherheit, die 2 halt in unser Parkhaus. Und wenn wir dann genug wieder Zeit haben, holen wir das andere Auto wieder zu uns. Aber unser Auto stand ja 3 Tage im teuren Flughafenparkhaus. Uns interessiert, ob der Flughafen die Erklärung für plausibel hält, ob er von Tricksereien privater Parkfirmen weiß. Die Antwort: Man wolle dem Vorfall konsequent nachgehen. Grundsätzlich tolerieren wir keine Geschäftstätigkeiten an unserem Airport, die das Vertrauen unserer Kunden in regel- und gesetzeskonformes Handeln gefährden. Schreibt uns der Flughafen. Der Flughafen selbst betreibt übrigens 7 Parkhäuser und 5 Außenstellplätze. Manche davon sind gar nicht teurer als die privaten Parkfirmen. Das bei Langzeitparkern besonders beliebte Parkhaus P4 kostet für 2 Wochen in den Sommerferien 135 Euro. Von hier aus ist man mit dem Skytrain in 2 Minuten am Terminal. Am besten online reservieren, stornieren ist kostenlos. Noch günstiger ist P24, ein unbefestigter Parkplatz, von dem man 850 Meter zu Fuß zum Terminal laufen muss. 100 Euro für 2 Wochen. Wenn nicht alle Flughafenparkplätze schon voll sind. Obwohl das 20.000 Parkplätze sind, was sich unheimlich viel anhört, kommt es in den Sommerferien schon mal vor, dass alle belegt sind. Deshalb empfehlen wir, vorauszubuchen. Unser Fazit: Bei privaten Parkplätzen sollte man sich unbedingt vorher die Erfahrung anderer Kunden anschauen. Nicht auf den Parkportalen, wo viele positive Berichte stehen, sondern zum Beispiel bei Trustpilot oder Google Maps. Außerdem:
darauf bestehen, dass die Firma den konkreten Standort nennt. Den Kilometerstand im Übergabeprotokoll quittieren lassen, Fotos vom Zustand des Autos machen und in der Versicherungspolice nachschauen, ob Fremde das Auto fahren dürfen. Damit es während des Urlaubs oder danach keine bösen Überraschungen gibt. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.